Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Euro Truck Simulator 2. Und wir wollen uns heute mal in Richtung England? Ja, in England war es. Wir wollen uns mal in Richtung England bewegen. Wir sind jetzt in München, also wir haben noch eine ganz schöne Strecke zu fahren. Also hier sind wir gerade und da ist England. Also wir haben wirklich weit zu fahren. Mir hat das jemand wieder mal in die Kommentare geschrieben. Ich freue mich natürlich über Kommentare. Und ja, dass sie mir ja auch sagt, wo ich hinfahren soll. Gut, aber dann machen wir uns mal den Weg und in den nächsten Folgen werden wir dann wahrscheinlich hier hinfahren. Ich war ja mal in den, ja, in den Osterferien, glaube ich. Keine Ahnung. Ich weiß es ja nicht mehr so genau. Das ist schon, keine Ahnung, wie lange her. Und da war ich auch mal hier in England. Also besser gesagt in Schottland. Mal gucken, ob ich denn was erkennen kann. Das hat mir nämlich auch jemand reingeschrieben. Aber wir holen uns jetzt erstmal einen Auftrag. Ah, und mein Lenker hat es nicht angeschlossen. Wartet ganz kurz. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, wartet kurz. Ich hab's gleich. So, es wird schön gedreht, damit sie es anmacht. So. Soll es eigentlich gleich angehen? Wartet kurz. Da haben wir es gleich. So. Oh nein. Ich muss guck, jetzt hat er den Controller. Gut. Gut, dann sind wir auch fertig. Mal losfahren. Ach, dieser Fehler ist wieder da. Ich weiß gar nicht, wie man den wegmacht. Das ist blöde. So. Ich kann ja mal alle Einstellungen zurücksetzen. So, Frachtmarkt. Jo. Fahren wir langsam Richtung Westen. Ja. Sieht gut aus. Okay, ich kann auch blinken. So, dann fahren wir los. Und gucken mal, was uns auf der heutigen Fahrt für alles für Abenteuer geschehen. Wir sind diesmal nicht im Multiplayer unterwegs, sondern diesmal wieder in der ganz normalen KI-Welt. Also im ganz normalen Euro Truck Simulator, wenn man sich den bei Steam kauft. Multiplayer muss man ja extra runterladen. Ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Da gibt es mehrere Tutorials auf YouTube. Also ich habe noch keins gemacht. So, da fahren wir weiter. Die sollten jetzt alle richtig fahren und nicht viele die im Multiplayer einfach so total schlecht, sage ich mal so, weil viele fahren ziemlich chaotisch im Multiplayer. Eigentlich wollte ich heute keine Aufnahme mehr machen,
Aber ich dachte mir, okay, ich habe gerade einen Abonnent dazu bekommen. Ich habe gerade gesehen, da habe ich irgendwie einen Abonnent dazu bekommen. Und mein Omsi-Video hat einen Daumen hoch. Da dachte ich mir, komm, mach ich mal ein Video. Ja. Ich freue mich außerdem, dass ich ein paar Abonnenten in der letzten Zeit bekommen habe. Denn davor habe ich kaum welche bekommen. Also nicht so viele auf einen Schlag. Also ich habe ja auch jetzt nicht viele bekommen, also fast gar keine, aber. Aber ja, wenigstens etwas. Und da habe ich mich halt gefreut. Deswegen mache ich einfach mal nochmal ein Video, habe ich mir gedacht. Und ich sag ja auch immer gern, also ich frage euch auch immer manchmal in den Videos, was ich alles auf dem Kanal zeigen soll. Also was für Videos. Zum Beispiel, ob ich jetzt viel Euro Truck Simulator machen soll. Oder viel Omsi 2 oder so. Oh. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr was Besonderes sehen wollt. Weil ich mache gern das, was ihr sehen wollt. Das ist mir auch wichtig. Sonst denke ich immer so, ja, jetzt habe ich ein Video gemacht und jetzt weiß ich gar nicht, ob das Ding gefällt. Deswegen wäre es ganz cool, wenn ihr reinschreiben könntet, was ihr sehen wollt. Aber ich glaube, Euro Truck Simulator kommt ganz gut an, auch Omsi 2. Die Projekte werden auch ganz schön lang auf dem Kanal bleiben. Also Omsi 2 wird wahrscheinlich immer da bleiben. Dieser, der Omnibus-Simulator. Euro Truck Simulator wahrscheinlich eigentlich auch, weil ja, da gibt es wirklich viel zu erkunden im Euro Truck Simulator. Und es gibt ja auch immer mal neue Mods und so. Mods habe ich jetzt noch keine ausprobiert, aber ich habe schon ein paar runtergeladen. Müssen wir halt mal sehen. Aber Euro Truck Simulator kommt ziemlich viel. Ja, und Omsi auch. Fernbus-Simulator kann ja auch nochmal bald kommen. Also ich plane schon so, was ich machen könnte. Natürlich, wenn ihr was ganz anderes wollt, schreibt es natürlich gern rein. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass so viele was anderes sehen wollen. So, wie viele Kilometer sind es noch? Ah, 131. Heute ohne Unfall. Heute versuche ich es wirklich. Okay. Ich werde es, glaube ich, nicht schaffen, keinen Unfall zu bauen. Aber ich versuche es trotzdem. Diesmal sind wir auch nicht im Multiplayer. Deswegen, das habe ich ja schon davor gesagt. Deswegen fällt es mir wahrscheinlich einfacher, weniger Unfälle zu bauen. Weil natürlich die Leute besser fahren hier. Also die KI ist vernünftiger als viele andere echte Menschen. Ich finde, mit KI macht es aber auch mehr Spaß. Ja, es macht eigentlich schon ein bisschen mehr Spaß wirklich mit KI, weil das sind halt viele Autos. Das ist halt so ein richtig normaler Verkehr. So wie er auch in echt ist. Im Euro-Truck. Oh. So, im Multiplayer. Da sind ja nur Trucks. Aber ich finde, irgendwie im Moment macht mir, muss ich sagen, der Multiplayer mehr Spaß. Weil es halt irgendwie Bock macht, mit anderen Leuten zu fahren. Aber generell finde ich eigentlich also die KI besser. Nicht den Multiplayer. Aber der Multiplayer macht mir halt gerade sehr viel Spaß. Wir wollen ja nicht nur Multiplayer fahren. Oder wenn ihr natürlich wollt, können wir natürlich Multiplayer fahren. Ich finde es nämlich auch echt cool, den Multiplayer. Ey, der Typ lässt mich nicht vorbei. Aber ich glaube, ich komme noch dahinter.
Muss man. Oh. Oh nein. Ja, aber das ist kein Unfall. Geschwindigkeitsüberschreitung zähle ich nicht als Unfall. Das zähle ich einfach nur als Geldverbrauch, Verschwendung. Och, da ist die Polizei. Ja, da fahre ich mal lieber in der Geschwindigkeit, in der ich fahren darf. Denn immer wenn wenn ein Polizeiauto in der Nähe ist, dann, wenn man zu schnell fährt, dann gibt es eine Strafe. Oder wenn ich natürlich geblitzt werde, kann natürlich auch sein. Jetzt geben wir wieder Gas. Ja. Das flüstere ich jetzt mal ganz leise an unsere Zuschauer, weil die Polizei jetzt vorbei ist, also weggefahren ist. Ach, um euch nochmal vorzuwarnen, am 13. Juni kommt ja der Bus-Simulator 18 raus und da werde ich sehr viele Videos drüber machen, über den Bus-Simulator 18. Ihr seid, glaube ich, bestimmt auch darauf gespannt. Oder ihr seid überhaupt nicht gespannt, kann natürlich auch sein. Aber ich bin sehr gespannt, ich habe es schon mal vorbestellt, weil ich Bus-Simulationen sehr cool finde und die machen mir auch ziemlich Spaß. Und deswegen habe ich den einfach mal gekauft. Und der wird auch dann kommen auf dem Kanal. Direkt am 13. Juli, Juni meine ich, die erste Folge kommt dann am 13. raus. Also hoffe ich. Ich kann natürlich nichts garantieren. Also ich kann natürlich nicht hundertprozentig sagen, dass es am 13. rauskommt. Das Video. Kann natürlich sein, dass es irgendeinen Fehler gibt oder so, dass der dann später rauskommt oder so. Oder kann natürlich auch sein, irgendwie, dass der Computer kaputt geht oder sowas. Das wäre nicht so gut. Also natürlich kann ich nichts hundertprozentig garantieren. Aber wenn alles gut läuft, dann kommt es am 13. Also die Folge. Ah, der Typ lässt mich aber auch nicht durch. Ich muss hier rechts abbiegen. Ah, jetzt ist er, glaube ich, abgebogen. Ah, ich glaube, ich muss hier abbiegen. Bis jetzt haben wir keinen Unfall gebaut, aber es kann natürlich noch beim Einparken passieren. Oh, ja. Das ist schon etwas unlogisch. Also unwahrscheinlich, dass wir hier noch einen Unfall bauen. So, jetzt. Ohne Unfall. Ich glaube, das war die erste Fahrt ohne Unfall. Oh, da habe ich aber richtig viele Errungenschaften freigeschaltet. Und noch ausgezeichnet. Ja. Ach, ich könnte ja auch mal langsam den Truck bisschen aufrüsten, kann ich auch noch weitermachen, wenn ich ein bisschen mehr Geld habe, weil bis jetzt habe ich ja noch nicht so viel Geld, wie wir hier sehen können. Und ja, das war's dann mit der Folge vom Euro Truck Simulator 2. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Dann weiß ich, dass ihr gerne Euro Truck Simulator Videos sehen wollt, oder natürlich könnt ihr es auch in die Kommentare schreiben, aber Euro Truck Simulator wird eh oft kommen. Also dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss!